Hallo und willkommen zurück zu Turmoil und ja, wir sind weiter hier in dem Eisgebiet. Wir schauen uns erstmal wieder die Auktionen an und ja, was haben wir da? Das hier sieht doch ganz vielversprechend aus. Ich habe auch mal in den Achievements geguckt. Und das impliziert ein bisschen, dass es auch einen Expertenmodus gibt. Vielleicht gibt es den aber auch nur in der Erweiterung. Oder ist es New Game Plus Modus? Bin ich mir nicht sicher. Außerdem gab es irgendwie ein Achievement für, ich glaube, irgendwas abschießen. Und dann hatte ich gesehen, Make Acquaintance with the Cat oder sowas. Town Cat. Aber, ja, keine Ahnung, wie man da was machen muss. Habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt. Ja, wir haben 68.000. Dann gucken wir jetzt erst nochmal mit den Auktionen. Das sind 5%. Also sollten wir um die 30.000 bieten. Shit, da war ich zu langsam. Wer hat denn jetzt gekauft? Oder habe ich das doch bekommen? Ich habe jetzt zwar geklickt, aber ich glaube, es war in derselben Sekunde, wo der andere geklickt hat. Ah, hier steht es auch. Daisy erhält die Aktien und schreibt, oh Mann. Okay, damit ist die runter auf 10.000. Na gut. Die haben jetzt alle nicht mehr wahnsinnig viel Geld. Und die hat ordentlich Prozente. Was haben wir hier? Niemals unter... Naja. Und dann könnten wir hier vielleicht noch was zusammen kaufen. Wärme 2. Und dann können wir noch Wärme 3 kaufen. Noch schneller ausweiten. Das machen wir jetzt einfach mal. Dann haben wir das auch. Dann haben wir hier alles, alles eingekauft. Factory Man Achievement. Und vielleicht können wir damit das natürlich dann auch wieder zurück in Geld umwandeln. Die hier, die sind alle so ein bisschen meh. Ja. So, dann machen wir erstmal Wünschelrute wieder. Die Preise sind auf beiden Seiten gut und links sind sie sogar am Steigen, rechts auch, okay. Okay, ist weiter unten, aber das passt. 1, 2. Da verkaufen wir. Und okay, diesen bauen wir das immer gerade aus. Das sinkt. Wäre schön, wenn wir da jetzt noch schnell mehr bekommen könnten. Solange wie das viel wert ist. Ah, shit, das hätte ich natürlich direkt auf 6 hoch machen sollen. Das hier ist am Fallen. 73. Verändert sich das kaum. Okay, 0. Dann machen wir ein Lager hin. Okay, 630 ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das hätte ich hier hinsetzen sollen. Na, okay. Wir bauen einfach. Na, wir müssen sowieso erstmal
scannen, fürchte ich. Da ist eins, es sieht so mittelgroß aus. Wir könnten auch... Na, wenn ich da wieder so ein Super-Silo hinbauen will... Na, dann machen wir das da. Okay, hier müssen wir verkaufen. Dann bohren wir da mal rüber. Das sieht aber verhältnismäßig klein aus. Hätte ich vielleicht einen Zwischenschritt machen sollen. Und ich schätze, dass die da ans Limit stoßen. Können wir schon mal ausbauen. Und dann den nächsten. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal machen wir das erstmal klein. Oh, das ist riesig. Okay, dann machen wir hier noch sowas. Und dann kommt hier noch einer hin. Das vergrößern. Super Silo. Zu wenig. Okay, und dann sollten wir mal die... Jetzt haben wir quasi Basisgeld genug. Jetzt gucke ich mal, was hier sonst noch so zu finden ist. Da haben wir Gas. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, es links und rechts anzuschließen. Okay. Das ist schon ziemlich gewaltig. Aber das hier können wir direkt mal für uns nutzen dann. Wir haben ja diese Wärmesteigerungen mitgenommen. Schließen wir das. Das ist natürlich auch wahnsinnig an Kosten hier. Na, da müssen wir jetzt ein bisschen was verkaufen, damit wir das hier zumindest... Diese Ventile schließen, kostet ja auch noch. Das hier ist leer. Aber das hier muss schon mal anfangen zu wachsen. So. Und dann sollten wir gucken, ob wir hier was fördern. Wunderbar. Es kann sein, dass der da auf Stein stößt. Ne, das passt. Okay, alles lagern. Und dann können wir hier auch gleich noch ein zweites aufbauen. Verkaufen wir nochmal was. Da. Das hier ist wahrscheinlich auch bald leer. Oh, das steigt noch weiter.
Das ist Gas, nehme ich an. Ne, das ist auch Öl. Da ist nochmal Öl. Und nochmal Öl. Gas haben wir hier keines. Okay. Das kann wieder runter. Ja, der hat noch zu tun. Und den lassen wir da auch quasi bis Ende. Dann hat er danach halt nichts mehr. Und dann sollten wir das ganze Zeug dort verkaufen. Da geht noch was. Das hätten wir alles. Jetzt sind wir schon im August. Das hier ist bald leer. Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. Ansonsten ist es jetzt nur noch Öl lagern. Und dieses Mal muss ich gucken, dass ich erst etwas früher dann auch verkaufe. Da war ich... Ah, hier ist noch ein Vieh. Da steht kein Preis dran. Bei den vorherigen hatte ich es ein bisschen zu spät angesetzt. Naja, das eilt jetzt nicht. Und der scheint auch nichts mehr zu finden. Das heißt... Das war es dann wohl auch hier. Das hier sollten wir noch breiter machen, sonst wird das nichts mehr. Kaufen wir. Und dann müssen wir unsere Flotte noch ausbauen. Das hier. Die sind trocken. Weiß nicht, ob wir da durchkommen. Ja, das geht. Wunderbar. Die sind jetzt am Sinken. Verkaufen wir da jetzt auch nichts mehr und lagern nur noch. Ja, wobei, zwei können wir ruhig verkaufen, weil ansonsten wird es wahrscheinlich zu schnell zu voll. Die sind ja alle noch am Fördern. Das passt schon. So, das ist auch leer. Die ganzen Wagen können ja aber auch noch Öl aufnehmen. Da haben wir also noch Kapazitäten. Mal vorspulen.
Na, das hier dauert halt schon ewig mit dem Wachsen. November, jetzt sollten wir es machen, sonst wird es nichts mehr. Nutzt halt auch nichts, wenn ich hier dann am Schluss noch Ölreserven habe, die ich nicht verkauft bekomme. Letzter Monat. Jetzt wird der Preis aber auch schon wieder sinken. Naja. Sind wir 45.000. Preis ist immer noch super. Das Öl ist gefördert. So, hier verkaufen, das ist auch direkt nebenan. Und fertig. Rücktritt brauchen wir da nicht mehr, da kriegen wir sowieso nichts mehr erstattet. Ach shit, den habe ich vergessen, den hätten wir natürlich ausbuddeln können. Und da wäre auch noch ein Gas gewesen, aber ja, passt schon. Ja, ich glaube, das mit dem Gas hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Okay, dann. Rathaus. Landauktion. Da hatten wir einen ganz guten Griff. Ich weiß nicht, wieso die sich da oben drum streiten. Wahrscheinlich wäre das sogar besser gewesen. Naja. Aber hier müssen immerhin zwei drumrum. Ich weiß nicht, wie die Chancen da liegen. So, Aktienauktion. Für 2%, also um die 15.000 müssen wir da jetzt wohl bieten. Mhm. 27%. Die Herdengröße könnten wir nochmal verbessern. Dann hätten wir das auch komplett ausgebaut. Obwohl es wahrscheinlich ziemlich unnötig ist. Und wir haben sowieso auch noch am meisten Geld. Also. Dann haben wir das auch fertig. Dann würde jetzt nur noch das hier fehlen, was jetzt. Naja, das sind noch ein paar. Mehrere Ausbaustufen. Also, was bist du denn für einer? Das ist mir zu wenig. Und, da haben wir alles. Ja, dann können wir wieder bohren. Jawohl. Und am Anfang machen wir hier ruhig die Wünschelrouten, damit wir da nicht komplett daneben gehen. Das ist minimal. Das hier sieht größer aus. Dann baue ich lieber dahin. Ja, das sieht gut aus. Ja, da hätte ich direkt. Der ist am Fallen, der ist am Steigen. Nicht dahin, dahin. Muss ich mal mein Mausrad-Dings da wieder umschalten. Ich
schnell alles verkaufen. Dann bauen wir hier genau zwei hin. Damit was vom Platz her hinkommt. Habe ich vielleicht ein bisschen zu viel an Wagen gekauft. Eins runter. Das mal an. Die Preise sind schon nicht besonders gut. Sollte passen. Brauchen mehr Geld. Na komm. Und dann alles darüber packen. Die sind ein bisschen überlastet. Weil die nicht so viel transportieren können. Müssen wir mal ausbauen. Ja, ich komme nicht zum Scannen gerade. Alles verkaufen. Weil die sind beide leer. Okay, da haben wir Gasvorkommen. Das ist natürlich jetzt insgesamt auch nicht so super toll. Zumal die auch in der Mitte liegen. Da sind nochmal zwei. Der ist am Sinken, der ist auch am Sinken. Eigentlich müssten wir da jetzt diese Dinger schon drumrum bauen, damit das wachsen kann. Der steigt gerade. Da ist aber auch kein Bohrer dran. Da ist ein Bohrer dran, dann könnte der nach links rüber. Die könnten wir aber auch nicht doppelt benutzen. Ah, das ist nichts wert. Wo ist der jetzt dran gestanden? Mach mal einen Bohrer dran. So. Darüber. Ach, das ist ein Diamant. Da verkaufen und alles gerade. Dann können wir da hier mal
So. Mhm. Nein, das müssen wir jetzt hier rein investieren erstmal. So. Okay. Das wird aber trotzdem nicht wahnsinnig anwachsen. Okay. Okay, okay. Da haben wir einen. Den können wir auch direkt anschließen. Mhm. Wollen wir den noch daneben? Der kann den auch daneben. Das können wir jetzt alles lagern. Machen wir den noch breiter, dann könnten wir hier noch mehr abzwacken. Der hier muss schneller leer werden. Ach, das ist riesig. Okay, dann müssten wir das eventuell einfach komplett da rumziehen. So. Mhm. Bisschen Geld bräuchten wir dann fürs Lager. Okay, der hier ist bald dann schon leer. Den können wir dann mit dem anderen noch verbinden. Das könnten wir auch noch. Der muss da noch an. War der Bau etwas sinnlos? Ja, das sieht soweit alles gut aus. Ja, bauen wir hier auch den noch da durch. Ach, shit. Okay. Das wird alles sehr knapp. Nichts verkaufen. Jetzt habe ich hier keinen Platz, nicht mehr genug Platz, um zwei davon hinzubauen. Das war vielleicht dann auch nicht so klug. Ja. Andererseits, so viel kriege ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr eingelagert. Ein bisschen muss noch verkauft werden. Auch damit ich noch weitere Pferde kaufen kann. Und das dauert zu lang. Da müssen wir auch noch was machen. Der könnte noch verbreitert werden.
ist wahrscheinlich aber nicht nötig. Ja, der hier war ein Fehlkauf. Das ist schon voll. Die könnten wir vergrößern. Damit der noch wirklich leer gepumpt wird. Der hier wird sowieso leer. Das passt. Ja, das ist nix. Da kann man jetzt sparen. Oktober sind wir schon. Oh ja, der geht jetzt leer. Verkauft man hier noch ein paar, damit ich weiter Pferde kaufen kann. Die ja auch als Lager dienen. Jetzt warte ich erstmal, bis das rechts steigt. Pferde habe ich genug, um das ziemlich schnell hinzubekommen. Der ist am Steigen. Okay. Ich mache erstmal nur 10, damit die sich schon mal vollladen ein bisschen. Na, ja, das reicht schon. Das ist ein bisschen. Der Preis wird ja noch massiv ansteigen. Ja, alles verkaufen. Letzter Monat, jetzt müssen wir uns beeilen. Der steigt aber noch bis zum Ende des Jahres weiter. Naja, immerhin kriege ich alles verkauft. Ja, das passt. Ja, sauber. Ich glaube, ein weiteres Achievement gibt es für 3,50 oder sowas an Preis. Da werde ich wohl nicht hinkommen. Also da müsste man schon ziemlich viel an Feldern haben. Ah, da wäre noch eins gewesen. Ja, das wäre sogar möglich gewesen dann. Habe ich leider nicht gesehen. Aber wir haben auch einen Edelstein bekommen. Neo. Lass mich raten, den haben wir da viel weniger. Ja. Okay. Landauktion. Dann nehmen wir uns das hier, will ich haben. Mhm. Und dann holen wir uns die Aktien für 7%. Okay, der hat halt Geld. Der bin ich aber. Okay, das heißt, nur die könnte bieten mit 36. Das heißt, die können wir ziemlich günstig dann sogar bekommen. Ein bisschen wird die ja übrig halten wollen. So. Mhm.
Damit sind wir jetzt schon bei 34%. Und haben noch ordentlich Geld über. Dann können wir den ganzen Rest auch noch kaufen. Das ist fertig. Das war das letzte Zeug, was noch fehlt. Das ist zwar komplett unnütz, aber dann haben wir das auch. Das sind jetzt nur noch die zwei Sachen, die fehlen. Naja, dann kaufen wir die auch noch. Und dann haben wir alles. Okay. Mhm. So. Verklickt. 1, 2. Der links der Preis ist ordentlich am Fallen, rechts ist es am Steigen. Okay, das war nichts, aber dann baue ich trotzdem hier. Etwa hier. Und dann bohren wir etwas tiefer. Und da müssten zwei Tanks hinpassen. Das geht wahrscheinlich. Wow, immer noch nix. Mhm. Naja, immerhin gibt es hier jetzt ordentlich Geld. Es wäre interessant zu wissen, was das da unten ist. Ob wir da auch direkt drüber bohren sollten oder ob das Gas ist. So, Kapazität erhöht. Der Preis dürfte am Peak sein und jetzt da runter gehen. Ja, ist aber immer noch gut. Dann machen wir jetzt hier einen Megascan hin. Da muss ja mindestens ein Ölfeld drin sein. Dahin. Okay, ja, alles klar. Dann bauen wir hier noch einen zweiten Turm hin, oder? Dann machen wir erstmal... na, die kann man halt nicht überkreuzen, das ist das dahingehend jetzt ein bisschen blöd. Okay, den bauen wir erstmal darüber. Darüber. Dann müssen wir rechts einen daneben bauen. Der zieht den raus. Dann können wir die verbreitern. Dann sollten wir die Wagen aufrüsten. Der wird jetzt massiv Zeug bekommen. Na, das ist nichts mehr wert. Ah, wir müssen aber noch verkaufen, sonst haben wir ein Problem.
Ja, Nummer 1. Gut, das geht da hin. Das war ein schlechter Preis, aber hilft nix. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so optimal gewesen. Schnell einsammeln. Da nicht. Bitte alles hier verkaufen. Okay. Da ein Megasilo hin. Das bohren wir von da aus an. Naja, wir müssen hier jetzt scannen. Da wird das auf jeden Fall dieses Mal nichts werden mit dem Gas. Dafür bleibt einfach jetzt schon keine Zeit mehr. Mhm. Ich kann da auch einfach rüberziehen. Moment, dann machen wir hier nochmal einen Scan. Da haben wir ein bisschen Gas. Den können wir ausbuddeln. Da hätte ich ein bisschen weiter ransetzen müssen, da der wächst ja nicht mehr wahnsinnig viel dann. So. Geschwindigkeit schneller. 1, auch wenn das wahrscheinlich noch nicht mal was gebracht hat. Na, ah, wenn man da daneben klickt, dann hat man. Hat man daneben geklickt. So. Und den müssten wir auch noch anbinden. Mal. So. Für den Fall der Fälle, dass da noch irgendwie was wäre. Ist noch Gas. Das ist aber auch so klein. Und vor allen Dingen jetzt auch so tief. Da verkaufen wir mal ein bisschen. Mhm.
Ja, das wird nicht mehr wachsen. Dafür haben wir gar keine Zeit. Probieren wir. August, das Öl haben wir jetzt schon weitestgehend abgebaut. Ja. Machen wir die noch breiter, damit wir das hier früher leer bekommen. Na shit. Die sind doch. Ne, da hat keiner einen Bohrer. So. Da bin ich nix am Verkaufen. Ja. Das war nicht der große Wurf. Das hier müssen wir noch. Das ist ja auch kaum Öl eingelagert jetzt. Ja, alles Öl depleted. Der sinkt gerade wieder. Aber wir haben noch Zeit. Kommt jetzt drauf an, wie schnell der. Ah, okay, der steigt wieder. Aber auch sehr langsam. Okay, dann öffnen wir das. Noch ist Zeit. So. Einsammeln. Wir haben jetzt auch nur 15 Wagen, das heißt, die müssen sich ein bisschen ranhalten. Dafür ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Öl gelagert. Können das ruhig. Ach so, die haben keinen Auftrag gehabt dafür. Naja, gut, passt. Ja. Der große Wurf war es nicht, aber schon ordentlich Gewinn gemacht. Ja, absolut alles rausgeholt. Das heißt, dafür kriegen wir auch nochmal einen Bonus. Jo.
Und damit ist es auch erstmal wieder Zeit für einen Schnitt und wir schauen beim nächsten Mal weiter. Bis denne!